Michel 11 Jahre behauptet. Ich durchklettere den Parcours aus freischwingenden Elementen schneller als Boulder-Weltmeisterin Juliane Wurm. Michi und Juliane müssen so schnell wie möglich den 10 Meter langen Parcours durchklettern. Dabei muss jedes Element in der vorgegebenen Reihenfolge geklettert werden. Wer in insgesamt 2 Durchgängen schneller durch den Parcours kommt, gewinnt das Duell. Sollte während eines Durchgangs der Boden berührt werden, ist dieser ungültig. Klein gegen groß, auf los geht's, los! Umgreifend zweites Element. Sie sehen schon, meine Damen und Herren, sehr schwierige Situation. Oh, ja. So, jetzt muss man sich hier mit den Füßen einhängen, damit man unter die Platte kommt. Und jetzt maximale Körperspannung, um hier nicht den Boden zu berühren. Wieder geht es rüber. Das heißt natürlich, die richtigen Griffe eben auch finden. Vom Würfel auf die Swinging Doors, von einer Tür zur nächsten. Und ich glaube, Juliane, das sieht gut aus, oder, was der da macht. Und jetzt an die Kugel und rüber und bam! Aufpassen, dass ich hier nicht bam, die Kugel vom Kopf kriege. So, das waren 58,5 Sekunden. Ja, sehr gut. Da sehen wir es nochmal in Zeitlupe. Ah, unglaubliche Bilder. Ja. So, Juliane, du kannst auf Anfang gehen. Auch dir natürlich toi, toi, toi. Wir sind gespannt, was wir jetzt zu sehen bekommen. Ja, Juliane Wurm, die Boulder-Weltmeisterin. Wir sehen auch unterschiedliche Techniken, wie man sich an die jeweiligen Elemente heranarbeitet. Das ist jetzt natürlich ein schwieriger Moment. Oh, hier sehen wir. 2 Füße an einen Griff. Und jetzt geht es unter die abgehängte Decke. Für Juliane natürlich noch mal ein bisschen schwieriger, weil sie ja etwas größer ist als Michel. Es ist so unglaublich anstrengend. Jetzt muss man Schwung holen, um rüberzukommen an den Würfel. Und umgreifen. Rüber an die Türen. Und es geht's an die zweite Tür. Und gleich sind wir am Ziel. Die Kugel wartet noch auf dich. Und mit dem letzten Schwung geht's. Ah. Da haben die Kletterer immer eine Lösung parat. Weil man muss sich ja beim Freiklettern. Ja. Ich glaube, wir haben gerade gut sehen können, was das für ein anspruchsvoller Parcours ist. Also du warst ein Tick langsamer als Michel, aber das war dein erster Versuch. Ein zweiter folgt natürlich noch und ich denke, du hast gerade einiges an Erfahrungen noch mal gesammelt, was du in den zweiten Versuch einfließen lässt. Ja? Juliane, dein erster Versuch, Michel liegt vorne. So Michel, jetzt kannst du noch mal einen raushauen. Auf geht's. Zeit läuft. Sehr gut gegriffen. Also an der Stelle ist er schon mal schneller als beim ersten Mal. Und da geht's unter. Oh, das ist ein solcher Wahnsinn. Da ist jede Körperpartie gefragt. Schultern, Arme, Bauch, Rücken. Jetzt einen Leichtsinnsfehler machen, Michel. Das könnte eine sensationelle Zeit werden. Komm, du bist am Ziel. Zieh dich ran! Mensch!
unter 40 Sekunden. 39,7, das ist Wahnsinn. Dann auch dir für deinen zweiten Durchgang. Toi, toi, toi. Ja, wenn man jetzt über die Platte drüber klettern könnte, die jetzt kommt, dann wäre es einfach. Aber das ist es natürlich nicht, weil es geht unten drunter durch. Alleine, oh, alleine das abzufangen. Und rüber zu den Türen. Und an die zweite Tür. Heißt es umgreifen. Und die Kugel wartet noch nicht auf dich. Und dann kommt das Ziel. Und an dem Buzzer. Taka, voll gut. Jule, das war eine sehr, sehr gute Zeit. Deutlich besser als im ersten Durchgang. 30 Sekunden schneller, aber nicht schnell genug. Denn hier hast du in Michel deinen Meister gefunden. Ja, der mit dieser unglaublichen Zeit unter 40 Sekunden der Sieger im Kletterduell ist. Wenn ihr noch mehr coole Challenges sehen wollt, dann gibt es die hier in der Mediathek. Und hier gibt es das nächste Video. Also abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.